Hallo und ganz herzlich willkommen zu meinem monatlichen Beauty Haul für den Monat April. Ich freue mich sehr, dass ich euch heute zeigen kann, was in den letzten Wochen neu an Beauty-Produkten bei mir eingezogen ist. Ich war ja Ende März auf der Glow in Stuttgart und habe da schon einige Produkte geshoppt, die jetzt neu in den DM gekommen sind. Die möchte ich euch heute zeigen, zusammen mit anderen Produkten, die ich so bei DM gekauft habe. Ich habe außerdem bestellt bei Pixi in Großbritannien, bei Flaconi eine Sache und war noch bei TK Maxx. Und wenn euch interessiert, was ich so alles gefunden habe, dann bleibt super gerne dran. Starten möchte ich mit den Produkten von Pixi, denn ich hatte mich entschlossen, nachdem ich bei Instagram gesehen hatte, dass es bei Pixi UK 20% auf alles gab, dort zu bestellen. Der andere Grund war, dass es dort Produkte gab, die es in deutschen Online-Shops noch nicht gab. Also kurzum, ich wollte dort einfach bestellen und die 20% kamen mir dann genau recht. Das ist gar kein Problem in Großbritannien zu bestellen, aktuell zumindest doch. Mal gucken, wie es dann nach dem Brexit aussieht, aber bei mir hat soweit alles ganz gut geklappt. Es wird dann mit Royal Airmail versendet, man zahlt die Steuern eh schon inbegriffen, also es fällt auch kein Zoll an. Und es wurde dann bei mir in Deutschland an GLS übergeben und dann begann so die Odyssee des Pakets, nachdem es irgendwie bei GLS war. Ich war nämlich den ganzen Tag daheim und habe halt auch auf das Paket gewartet, weil ich wusste, dass es kommen wird. Und irgendwann am Abend fand ich dann im Briefkastenrohr, also gar nicht mal im Postkasten, die Karte: sehr geehrte Frau Anna, also ohne weiteren Namen, ne? Ihr Paket liegt in der und der Filiale. Also es hatte niemand geklingelt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Mir passiert das irgendwie häufig. Jetzt ist halt das Problem, dass die GLS-Filiale auch nicht so um die Ecke liegt wie die DHL oder die Hermes-Filiale. Auf jeden Fall bin ich da dann hin, um dann zu diskutieren, ob ich die Frau Anna bin, die auf diesem Zettel steht. Ja, ich dachte mir dann so, es hat alles perfekt geklappt, nur dann innerhalb Deutschland, so vor meiner Haustür kommt es dann zu Problemen. Aber kurzum, ich habe meine Produkte bekommen und die möchte ich euch jetzt zeigen. Einmal möchte ich euch dieses Produkt hier vorstellen. Das finde ich nämlich super spannend. Das ist, wie schon gesagt, von Pixi, das In-Shower Steam Facial. Das ist eine Maske, die ihr auftragt, wenn ihr unter die Dusche geht. Ihr macht dann unter der Dusche halt, was ihr so unter der Dusche macht, also Shampoo, Duschgel etc. Und diese Maske hat dann durch den Hitzeeffekt, den sie eben besitzt und natürlich dadurch, dass beim Duschen auch Wasserdampf entsteht, natürlich den Effekt, dass die Poren geöffnet werden und die Inhaltsstoffe, hier ist Kollagen und verschiedene Peptide enthalten, dass eben das besonders gut in die Haut eindringen kann. Und dann am Ende des Duschvorgangs nehmt ihr diese Maske wieder runter. Ich hatte jetzt dieses Prinzip noch nie irgendwo gesehen, fand es ganz spannend. Und ja, werde mir diese Tube jetzt unter die Dusche stellen und das Ganze dann mal ausprobieren. Die zweite große Tube, die ich hier habe, ist das passende Cleansing Gel. Immer diese spiegelnden Aufschriften. Zum Glow Tonic von Pixi. Wenn ihr mich schon länger guckt, wisst ihr ja, dass ich ein großer Fan vom Glow Tonic bin, eben weil Glykolsäure enthalten ist und weil ich das Gefühl habe, das hilft meiner Haut sehr gut, gerade wenn ich jetzt irgendwie ein paar Akne-Vernarbungen habe oder so, sich einfach wieder zu regenerieren, schneller neue Zellen nachzubilden, beziehungsweise dass die oberen Zellen halt abgeschilftet werden. Und deswegen mag ich ja Glykolsäure als Inhaltsstoff sehr gern. Und als ich gehört habe, dass Pixi jetzt eben diese Glow Tonic Serie erweitert, habe ich da gleich zugeschlagen. Ich finde, es ist ein super schönes Produkt. Es sind jeweils so 135 Milliliter in diesen Tuben hier enthalten. Und man zahlt so, ja, umgerechnet zwischen 20 und 25 Euro. Das ist jetzt natürlich nicht günstig, aber ich wollte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann, um in der Glykolsäure-Familie zu bleiben, habe ich mir diese Sheet Masks hier bestellt. Das sind die Glow Glycolic Boost Sheet Masks, das sind drei Stück, auch von Pixi natürlich, da ist enthalten Glykolsäure, Ginseng und Hamamelis und das ist hier so eine Papierverpackung und hier könnt ihr euch dann die Masken rausziehen. Ich habe gesehen, dass die einige große Influencer haben, so Pixi hat ja immer ganz tolle PR-Boxen, die hatten die schon zugesendet bekommen, ich wollte die jetzt auch testen, man zahlt für drei Stück jetzt ungefähr 10 Euro, finde ich ehrlich gesagt noch ganz in Ordnung, ich meine für Drogerie Tuchmasken zahlt man auch mal eben schnell 3-4 Euro, also von daher kann ich da nichts sagen. Ich habe aber noch von niemandem gehört, wie er die so fand, also bin ich mal sehr gespannt,
Vielleicht hebe ich sie auch so lange auf, dass ich sie mit euch in dem Maskenvideo probieren kann. Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall werden diese Produkte sicher auch demnächst nach Deutschland kommen. Was meiner Meinung nach schon in Deutschland ist, was ich mir aber auch mal mitbestellen wollte. Ich habe mir so eine Kleingröße geholt vom Milky Tonic. Also Pixi hat ja so verschiedene Reihen. Neben dem Glow, neben der Glow-Reihe gibt es so eine Rose-Reihe, dann diese Milky-Reihe. Es gibt jetzt, glaube ich, auch Vitamin C. Also da gibt es dann ganz verschiedene Produkte dazu. Und aus der Milky-Reihe habe ich schon das Milky Mist. Das ist so ein Spray. Ich werde euch das auch in meinen Monatsfavoriten diesen Monat zeigen, weil ich liebe dieses Spray. Oh mein Gott. Und ja, auf jeden Fall ist es halt ein Toner. Die normalen Größen haben, glaube ich, 250 Milliliter. Ich habe mir zum Testen mal 100 geholt. Ich denke, das ist mal ganz in Ordnung. Es riecht auf jeden Fall sehr gut und diese Milky-Produkte sind eher so ein bisschen beruhigend, ausgleichend. Also die brennen auf keinen Fall so jetzt wie irgendwie die Glow-Sachen. Aber ja, ich wollte es auf jeden Fall mal austesten und ich glaube, mit so einer Mini-Größe macht man nichts falsch. Das ist das von den Produkten, das ich euch jetzt gezeigt habe, das auf jeden Fall auch normal in Deutschland erhältlich ist. Dann komme ich jetzt zu den neu auf der Glow gelaunchten Produkten. Ich weiß, ich bin mal wieder ein bisschen spät dran, aber ja, es hat einfach nicht anders reingepasst in meine Videoplanung. Deswegen zeige ich euch die Sachen jetzt. Eine meiner liebsten Naturkosmetik-Gesichtspflege-Marken hat was Neues rausgebracht, was mich echt zu einem leichten Schreikrampf bewegt hat, als ich das auf der Glow gesehen habe. Und zwar gibt es von Bio Vegan Skin Food jetzt eine Gesichtspflegeserie mit AHA, also mit Alpha-Hydroxy-Acid, was eben so viel ist wie Glykolsäure. Das ist zum ersten Mal, dass diese AHA-Säure natürlich hergestellt wurde. Also hat mir die Dame jedenfalls vor Ort erzählt. Und so sehen die Produkte aus. Ich stelle es euch jetzt nacheinander mal vor. Einmal gibt es dazu einen Toner. Der ist eben entsprechend auch mit AHA und der enthält die höchste Konzentration, nämlich 5%. Das ist auch das, was zum Beispiel der Pixi Toner enthält. In der Regel ist das so die Maximalstärke, die man bekommt bei Toning-Produkten. Zum Beispiel bei The Ordinary findet man stärkere Sachen, aber 5% ist sowas Gutes, um einzusteigen. Dann gibt's das nächste Produkt. Ich habe mir dann gleich alles davon geholt, weil ich dachte mir, wenn schon, denn schon. Ist ein Nachtserum, ebenfalls mit AHA. Da ist noch 2% Säure enthalten. Das soll man eben abends auftragen, bevor man dann die Creme verwendet. Und soll auch zwischendrin, wie ich hier gelesen habe, 5 Minuten warten. Es steht auch, dass ein leichtes Kribbeln normal ist. Das ist ja bei Säureprodukten immer so der Fall. Und was ich da auch immer extra betonen muss, ist, ihr müsst dazu dann am nächsten Tag Sonnenschutz tragen. Das ist unbedingt nötig, weil ihr eure Haut damit angreift. Und ja, da können wirklich echt auch Verbrennungen entstehen. Also von daher bin ich da persönlich sehr konsequent. Wenn ich jetzt keine BB-Cream habe, die einen relativ hohen Lichtschutzfaktor hat, dann benutze ich auch einen extra Lichtschutzfaktor für untertags, selbst wenn ich jetzt mich nicht in die pralle Sonne lege. Und das letzte Produkt ist die passende Creme. Die ist hier drin versteckt und ist eben so eine 24-Stunden-Pflege, die nur noch 1,5% AHA-Säure enthält. Ich finde diese Reihe super, super spannend. Also ich als alter AHA-Freund finde es einfach cool, dass es jetzt so langsam auch in die Drogerie kommt. Ich konnte die Produkte jetzt deswegen noch nicht testen, weil bei mir gerade der große The Ordinary-Test läuft und ich habe halt auch nur ein Gesicht. Also das ist halt irgendwie das Blöde. Ich würde es gern schneller testen, aber ich nehme mal an, dann so ab Mitte Mai werde ich die Produkte testen und euch dann auch meine Meinung dazu sagen. Ich weiß nur nicht, was ich davon halten soll, dass ich dann wirklich mein Gesicht mit jedem Produkt, das ich verwende, mit AHA konfrontiere. Also normal habe ich halt entweder nur einen Toner oder ich mache so eine Maske damit oder maximal so ein bisschen Säure über Nacht. Aber so wie ich das verstanden habe, soll man jetzt eben auch diese Creme morgens anwenden können, also morgens und abends. Ja, also ich weiß noch nicht, wie ich das handhaben werde. Auf jeden Fall soll diese AHA-Pflege generell halt ausgleichend wirken, die Hauterneuerung anregen und eben generell für einen strahlend frischen Teint sorgen. Ich bin mal gespannt, wie sich die Produkte machen. Ich hatte ja normal die blaue Reihe. Übrigens habe ich beim Kauf dann gratis noch mal wieder so eine Maske hier dazu bekommen, die mag ich ja super gern. Also ich habe, wie gesagt, sonst die Acai-Reihe für eben Mischhaut. Und jetzt werde ich das einfach mal probieren. Das wird ausgeflaggt eigentlich für alle Hauttypen. Ich weiß nicht, wie sich AHA bei trockener Haut verhält. Also da habe ich keine Ahnung davon, ob das teilweise, wenn ihr halt dann auch so ein bisschen rauere, schuppigere Stellen hat, ob das da noch so angenehm ist. Ja,
Das kann ich mit meiner fettigen Haut jetzt nicht sagen, aber ich werde auf alle Fälle jetzt diese Produkte dann demnächst für euch austesten. Weiter geht es mit einer neuen Naturkosmetikmarke bei DM und ich freue mich immer, wenn ich sowas erfahre, dass es wieder was Neues im Naturkosmetikbereich gibt, weil ich einfach glaube, dass das der richtige Weg ist und ja, ich möchte es auf jeden Fall unterstützen. Ich hatte auch euch in meinem Glow-Video schon ein Produkt von No Planet B gezeigt, das war eine Allzweckcreme. Die hat jeder dort vor Ort am Stand bekommen. Ich habe dann allerdings gemeinsam mit meiner Schwester so 3 Produkte für 5 Euro gekauft, also das war sozusagen das Angebot vor Ort und ich habe mir hier dieses Produkt mitgenommen, also generell, wie schön ist bitte das Design, also es ist immer so diese braune Grundverpackung, das liegt einfach daran, dass das 97% Altplastik ist und jede verschiedene Bodylotion oder Duschgel gibt es eben auch oder diese Allzweckcreme hat eine unterschiedliche Farbe, ich habe jetzt hier das hellblaue, was eben alle Verpackungen sind noch mit so einem Schmetterling und das ist die Bodylotion mit Bio-Klatschmohn, Haferextrakt und Sonnenblumenöl. Was ich euch auch in dem Glow-Video schon erzählt hatte, ist, dass No Planet B vor allen Dingen auf Ressourcen setzt, die ja eher so belächelt werden. Also was sind jetzt normale Naturkosmetik-Inhaltsstoffe, die man ganz toll findet? Also versteht ihr, da ist dann Rosmarin, Zitrone, so Acai, Papaya, wisst ihr, solche fancy Sachen halt drin und hier ist einfach drin Mohn, Hafer, Sonnenblume. Ja, also das hat uns die Gründerin, die auch vor Ort war, tatsächlich auch erklärt, dass sie eben auf sowas Wert legen, dass sowas auch mehr geschätzt wird und die Bodylotion hat so einen total angenehmen, einfach Cremegeruch. Ich finde ihn gar nicht so arg naturkosmetisch. Ich habe sie jetzt noch nicht getestet. Es gibt auch, ich glaube, das heißt dann Body Milk in Gelb. Die muss reichhaltiger sein. Die hat jetzt meine Mama. Meine Schwester hat eins der Duschgele. Und ich finde es auf alle Fälle super, super cool, dass solche Projekte jetzt auch einfach immer mehr im DM Einzug finden. Also ich folge der Marke auch auf Instagram. Schaut da super gern mal vorbei, weil ich finde, die machen echt eine richtig, richtig coole Arbeit und sind dabei richtig sympathisch. Also da steht auch hinten drauf, finde Wertvolles an unerwarteten Orten. Unsere unterschätzten Helden sind Wildblumen, Unkräuter oder Aussortiertes aus der Lebensmittelindustrie. Kombiniert mit unserer Pflegeformel finden Sie eine Verwendung in der Hautpflege. Und eben, wie gesagt, 97% Altplastik. Und mit dem Kauf dieser Produkte, also diese Bodylotion kostet jetzt 2,95 für 250 Milliliter, was ich völlig in Ordnung finde als Preis, davon gehen 5 Cent an Social Plastic, das ist eine Aktion, die von Meeresplastik befreit, also das Meer von Plastik befreit, so rum. Also kurzum, ich bin echt begeistert von dieser Marke. Ich werde es natürlich auch auftesten, ob die Produkte was taugen, weil wenn es da nichts ist, dann, ja, ob man es dann so kauft, ich weiß es nicht. Aber ich sage euch auf jeden Fall Bescheid und wenn ihr die noch nicht im DM gesehen habt, dann schaut euch da unbedingt mal um. Kommen wir zu einer anderen sozial aktiven Marke und zwar hatte ich euch vor einigen Monaten in meinen Monatsfavoriten schon mal die Marke Share vorgestellt. Share ist eine Firma, die bei DM und Rewe zu erwerben ist und glaube ich vor einem Jahr gestartet ist im Verkauf mit Mineralwasser, Flüssigseife und Riegeln. Und das Prinzip von Share ist, dass wenn ihr ein Produkt kauft, spendet ihr gleichzeitig ein Produkt an einen bedürftigen Menschen. Das bedeutet, wenn ihr euch eine Flüssigseife kauft, kriegt zum Beispiel ein Kind in Indien eine Seife. Ich meine, dort vor Ort sind ja die Bedingungen jetzt nicht immer so hygienisch die besten. Von daher, also die Mitarbeiter von Share haben da verschiedene Projekte ausgesucht, an die eben diese Spenden gehen. Aber auch zum Beispiel, wenn ihr euch jetzt Müsli-Riegel kauft, gibt es eine Spende an die Berliner Tafel. Das bedeutet, dort bekommt jemand eine Mahlzeit. Ich finde das Prinzip super, weil es ist ja total easy. Ihr müsst eigentlich gar nichts tun. Ihr braucht vielleicht eine neue Seife oder habt Lust auf Schokolade. Es gibt jetzt mittlerweile auch Schokolade, die ist sehr zu empfehlen. Vor allen Dingen die Alpenmilch-Variante. Die habe ich schon ein paar Mal nachgekauft bei DM. Die ist echt super, super lecker. Und ihr braucht irgendwas und ihr tut gleichzeitig damit was Gutes. Das bedeutet, ihr müsst euch überhaupt nicht überlegen, möchte ich jetzt was spenden, möchte ich mich irgendwie einbringen. Nein, ihr kauft was und tut damit was Gutes und die Produkte sind noch nicht mal besonders teuer. Also von daher finde ich das echt eine super coole Sache. Was auch noch total spannend ist, ist, dass auf jedem Produkt hinten ein Tracking-Code oder so ein QR-Code drauf ist, mit dem ihr gucken könnt, wo genau eure Spende wirklich hingeht. Und das habe ich jetzt auch schon mit einer Freundin, hallo Kathi, wenn du das siehst,
ausprobiert, die ich ein paar von den Share-Produkten geschenkt habe. Man kann dann wirklich sehr genau gucken, wo die Spende eben hingeht. Und das, finde ich, macht das Ganze halt noch wirklich viel lebensnäher. Auf der Glow in Stuttgart wurden jetzt neue Produkte von Share vorgestellt, denn es wird jetzt nicht nur neben den schon bestehenden Produkten, also Mineralwasser, verschiedene Sorten Müsliriegeln, Schokolade und Flüssigseife, wird es jetzt auch feste Seife, also Seifenstücke geben und auch noch Duschgel. Da habe ich jetzt eins exemplarisch dort mitgenommen. Das ist die Aktivdusche Limette und Zitronengras. Es gibt, glaube ich, auch noch so Vanille Patchouli und Blutorange und Zedernholz. Daran habe ich jetzt auch schon gerochen, es riecht auch toll. Und das sind einfach Duschgels, bei denen ihr dann eben auch ein Hygieneprodukt spendet. Und also der Duft der Share-Produkte ist wirklich berauschend intensiv. Das ist natürlich auch vegan und entsprechend zertifiziert, dass man damit jetzt nicht nur, nicht noch dann irgendwie Umweltmüll sozusagen produziert. Also wie die Beduftung machen, ist mir ein Rätsel. Auf jeden Fall riecht es göttlich. Also wirklich so angenehm, frisch. Also wenn jetzt wirklich auch so ganz limettige, zitrische Düfte steht, dann guckt euch das mal an. Auch Blutorange, Zedernholz finde ich toll. Ich bin kein Vanille-Fan, deswegen war das jetzt nichts für mich. Aber die Produkte sind nicht teuer und ich denke mir, Duschgel braucht jeder. Also wenn ihr demnächst mal wieder eins braucht, dann schaut vielleicht die von Share an. Ich habe noch zwei weitere neue Produkte. Es wird nämlich auch Handcremes jetzt geben oder gibt schon im DM. Davon gibt es zwei verschiedene Nuancen. Ich habe mich für diese hier entschieden. Das ist die regenerative pflegende Handcreme mit Limette und Koriander und die riecht eigentlich genauso wie das Duschgel. Und Leute, ich sag's euch, solange ich diese Handcreme schon habe, finde ich sie einfach nur genial. Also diese Pflegewirkung dieser Handcreme, also sie riecht gut und ich glaube, das ist die beste Handcreme, die ich je hatte. Die zieht so schnell ein und hinterlässt so ein super, super angenehmes Hautgefühl. Also ich bin wirklich, wirklich total begeistert und auch hier spendet man eben ein Hygieneprodukt und besonders teuer ist die Handcreme auch nicht. Also von daher echt eine absolute Win-Win-Situation. Und was ich auch super spannend fand, war das hier. Das ist ein Handreinigungsschaum. Also jeder von uns desinfiziert sich ja sicher mal gern die Hände, wenn er irgendwo war, wo es vielleicht nicht so hygienisch war. Beziehungsweise ich bin ein totaler Desinfektionsfreak. Also ich finde es total eklig. Dementsprechend hat mich dieses Produkt jetzt auch wirklich sozusagen vom Produktsinn her begeistert. Das ist keine Metallflasche, sondern eine Plastikflasche, die eben mit so einem Pumpkopf ausgestattet ist. Und es gibt ja diese Handreinigungsgele oder auch diese Tücher. Aber hier pumpt ihr sozusagen einmal, es kommt so ein Schaum raus, wie so ein Gesichtsreinigungsschaum, der dann auch antrocknet. Und also ihr müsst es dann nicht irgendwie runterwaschen, sondern das zieht ein. Und es ist überhaupt nicht so aggressiv reizend und riecht auch nicht so nach Kloreiniger wie viele andere dieser Handreinigungsprodukte und ihr habt danach einfach desinfizierte Hände und gleichzeitig spendet ihr natürlich auch was. Also es beseitigt Bakterien mit Rosmarinextrakt, ist auch für sensible Haut geeignet, einmal pumpen genügt und man soll sich mit dieser Flasche hier 120 mal die Hände desinfizieren können und ich werde es jetzt einfach in meine Tasche schmeißen, damit ich es auch unterwegs immer dabei habe. Ich kann euch jetzt hier mal zeigen, hier steht dann dieser QR-Code und dieser Tracking-Code. Also wenn ihr keinen QR-Scanner habt, dann könnt ihr auch diesen Code, der hier steht, eben bei Share Online eingeben. Und dann könnt ihr sehen, wo eure Spende praktisch hingegangen ist. Ja, also ihr seht schon, ich bin voll begeistert von diesem Prinzip. Wenn ihr das im DM noch nicht entdeckt habt oder noch nicht kannte, dann schaut doch da mal gern vorbei. Ich glaube, das ist ein kleiner Beitrag. Die Sachen sind echt nicht teuer, den eigentlich fast jeder leisten kann. Weiter geht's jetzt mit zwei Nachkaufprodukten von DM, die ich einfach so dort geholt habe. Das ist einmal die Catrice Camouflage Cream. Das ist eins meiner Go-To-Produkte seit einigen Jahren. Ich trage die Farbe 010 Ivory. Ich decke damit so meine Pickel und vor allen Dingen die die krustigen Überreste, die dann halt danach übrig bleiben, gerne bevor ich Foundation auftrage, also nach dem Primer damit ab. Einfach weil ich finde, dass das ein sehr natürliches Ergebnis gibt. Und ich bin davon total begeistert. Also ich mache die immer wieder leer seit Jahren. Ich glaube, das sagt einiges. Und was auch ein Nachkaufprodukt ist, ist dieser Stift hier. Das ist von Essence. Der Superlast 24 Stunden Eyebrow Pomade Pencil. Waterproof. Genau, waterproof ist er auch. Ich war viel unterwegs in letzter Zeit und hier ist meiner dann leer gegangen. Und ich finde Pomade mit dem Tiegel für unterwegs nicht immer so super praktisch. Deswegen habe ich mir diesen Stift hier nachgekauft. Ich bin auch das letzte Mal echt lang mit dem ausgekommen.
und bin auch mit dem Ergebnis und auch mit der Farbe wirklich zufrieden. Also dachte ich mir so, warum nicht? Hab wieder den mitgenommen. Es gibt jetzt von Essence auch diese Micro Pencils, also diese ganz dünnen, aber ich weiß nicht, ob ich das so für mich so nötig ist. Außerdem sagen immer alle, die gehen so schnell leer und da hatte ich dann nämlich keinen Bock drauf und ich wusste, dass der funktioniert, dann habe ich halt den geholt. Dann habe ich noch zwei neue Produkte bei DM geholt. Einmal was mich so einfach angesprochen hat im Regal. Und zwar ist es eine neue Maske von Schäbens, die Sleep and Repair Maske. Die kann man nämlich über Nacht auftragen. Und ich dachte mir so, okay, danach kann ich dann bestimmt meine Bettwäsche wechseln. Aber das Ganze funktioniert so. Abends gleichmäßig auf die gereinigte Gesichtshaut und Dekolleté auftragen, Augen- und Lippenpartie aussparen, während der Nacht einwirken lassen und morgens eventuelle Reste abwaschen. Also, ich werde es mal ausprobieren. Ich werde euch dann berichten. Das ist auf jeden Fall eine Maske mit Hyaluronsäure und wildem Safran. Das hatte ich jetzt auch noch nie als Inhaltsstoff. Also finde ich einfach cool und bin mal gespannt, ob das funktioniert. Also wie auch die Wirkung davon ist. Was ich bei den Schäbensmasken seit neuestem auch cool finde, ist, das scheint nicht mehr so eine ganz arge Plastikverpackung zu sein, sondern die haben da irgendwas verändert. Steht auch hinten drauf, dass es ein klimaneutrales Produkt ist. Ich weiß jetzt nicht genau, was das bedeutet, aber ich habe mit den Schäbensmasken eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Von daher, gucken wir mal, wie die sich macht und wie sich dann mein Bett danach anfühlt. Und das letzte Produkt, das ich noch bei DM gekauft habe, ist eins, was ich für ein kommendes Video brauche. Und zwar drehe ich jetzt endlich, ich nehme es mir ungefähr schon ein halbes Jahr vor, ein Fullface mit BH Cosmetics Produkten. Und dazu, ich habe zwar schon ein Lippenprodukt, aber das hat mir irgendwie nicht so gefallen. Für das, was ich vorhabe, habe ich mir jetzt einen Lip Liner geholt. Das ist von BH Cosmetics, der Lip Liner Waterproof. Ich habe die Farbe Stripped. Das ist so ein relativ neutraler Ton, so ein heller neutraler, würde ich mal sagen. Ich swatche ihn euch mal, so sieht der Stift dann fertig aus. Ich wollte einfach was so ein bisschen zu so goldigen, bronzigen Looks passt. Und ich glaube, dafür ist der ganz schön. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass es keinen Tester gab bei DM. Also es gab dann eben für die Liquid Lipsticks und für die Colorlock Lippenstifte oder wie die heißen, gab es welche und davon nicht. Also habe ich halt blind da reingegriffen und ich finde jetzt 4,50 für einen Lip Liner auch nicht so mega günstig. Also zum Glück passt der mir dann doch ganz gut und wenn ihr den angewendet sehen wollt, dann schaut irgendwann im Mai mal vorbei. Da kommt dann hoffentlich dieses Video online. Dann habe ich auch mal wieder bei TK Maxx die Regale durchgestöbert und habe etwas gefunden, was ich schon mal in der Lookfantastic Box hatte, von was ich sehr begeistert war, aber zu geizig war, es mir in der großen Größe nachzukaufen. Und zwar habe ich das hier gefunden. Yay! Es ist von Grow Gorgeous, das Scalp Detox Kopfhaut Peeling, genau heißt es. Scalp Detox Exfoliating Pre-Wash Treatment. Das ist ein Kopfhaut Peeling und ich hatte euch ja schon öfter erzählt, dass ich immer so mal Probleme habe mit trockener Kopfhaut, mit so schuppiger Kopfhaut. Das ist aber auch einfach, ich habe nicht so die super easy Haut, also bin da hauttechnisch ein bisschen vorbelastet und es zeigt sich auch einfach an meiner Kopfhaut, dass die immer mal wieder Zicken macht. Aber ich hatte das Gefühl, dieses Peeling hat mir sehr, sehr gut geholfen. Das sind jetzt 50 Milliliter. Ich glaube, fast 200 Milliliter kosten 35 Euro und ich habe jetzt für diese 50 Milliliter 5 Euro bei TK Maxx gezahlt. Ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Das hat leider nur so für 3-4 Anwendungen gereicht, aber ich fand es so gut und ich habe mich so gefreut, dass ich es gefunden habe, dass ich es dann gleich mitgenommen habe. Ich habe darüber schon mal ausführlich, glaube ich, auch in Monatsfavoriten geredet. Das verlinke ich euch mal oben, wenn ihr euch dafür interessiert. Und das letzte Produkt für heute ist leider dreckig, weil ich nicht mehr dazu gekommen bin zu waschen. Peinlich, aber das ist die Realität. Ich hatte euch ja im letzten Monatshaul gezeigt, dass ich mir eine Mineralfoundation von Bare Minerals geholt habe, die Blemish Rescue Foundation. Und habe da dann im Video so ein bisschen erzählt, dass ich davor ein bisschen Angst habe, weil ich mir das halt irgendwie nicht vorstellen kann. Und da eben empfohlen wird, mit dem entsprechenden Pinsel zu arbeiten. Und dann haben, ich glaube, zwei von euch waren es. Super, vielen, vielen Dank an euch an dieser Stelle. Mir da so ein bisschen die Angst in den Kommentaren genommen und haben erzählt, wie sie das machen und wie das mit dem Pinsel ist, haben mir auch den Tipp gegeben, bei QVC mal zu schauen, ob ich da den passenden Pinsel zur Foundation eben besonders günstig kriege. Ich habe dann
irgendwann habe ich mich umgeguckt, weil die Foundation dann bei mir rumlag und ich mich einfach nicht dran getraut hatte und mir dann doch dachte, vielleicht kaufe ich mir einfach doch den passenden Pinsel dazu. Und dann habe ich zum Glück eine Rabattaktion bei Flaconi gesehen und dann habe ich mir den passenden Pinsel gekauft. Und zwar ist das dieser Bare Minerals Pinsel, steht sogar hier drauf, hier dreckig, hallo. Und zwar ist es der Seamless Buffing Brush mit antibakterieller Kohle. Also Aktivkohle ist da drin, das seht ihr auch, wenn ihr hier an der Seite guckt, dieser Pinsel ist so grau, normal ist der ganz grau. Und der ist eben speziell für diese Blemish Rescue Foundation gemacht. Ihr gebt nämlich von dieser Mineral Foundation ein bisschen was in den Deckel, rührt dann damit mit diesem Pinsel in diesen Deckel rum, klopft ab und gebt es euch dann damit aufs Gesicht und arbeitet es so in kreisenden Bewegungen ein. Vermutlich hätte es dafür auch ein normaler Kabuki-Pinsel getan, aber ich wollte halt alles richtig machen, also habe ich mir halt auch diesen Pinsel gekauft. Hätte jetzt vielleicht nicht sein müssen, aber gut. Ich habe jetzt diese Mineral Foundation schon so 3-4 Mal angewendet. Ich wollte das halt jetzt nicht an so super vollen Tagen machen, wo ich mir nicht sicher war, ob ich dann am Ende des Tages wirklich damit noch gut aussehe. Aber ich muss sagen, bislang gefällt mir das Finish sehr, sehr gut. Also auch dieser Pinsel ist total angenehm. Also ich glaube, es war einfach gut, dass ich den dann noch dazu gekauft habe. Es ist natürlich sehr natürlich. Vielleicht zeige ich euch das einfach auch mal in dem Video. Ich muss es jetzt aber, glaube ich, noch ein bisschen länger ausprobieren, um dann wirklich endgültig meine Meinung dazu sagen zu können und auch zu sagen, ob das für mich praktikabel ist, weil es dauert momentan zumindest doch noch etwas länger, die Mineral Foundation aufzutragen, als jetzt eine normale flüssige Foundation oder eine BB-Cream. Aber ich habe diesen Pinsel und seitdem traue ich mich auch, die Foundation zu benutzen. Das war's jetzt soweit mit meinem monatlichen Einkauf. Für mich hat dieses Video jetzt ewig gedauert, weil ich total oft unterbrochen wurde und total oft mich verrannt habe, was ich jetzt alles gleich rausschneiden darf. Ich freue mich schon. Ich hoffe jedenfalls, es ist am Ende ein für euch ganz brauchbares Video bei rumgekommen. Es war mir jetzt auch wichtig, nochmal ausführlich über diese Glow-Produkte, also die auf der Glow neu gelaunchten Produkte zu sprechen, weil ich glaube, dass das in dem langen Glow-Video untergegangen wäre. Deswegen kommt das alles jetzt ein bisschen später online. Es hat mich schon einige von euch nach der Papaya-Serie gefragt. Also ja, ich habe sie, ja, ich werde sie testen, aber es wird noch ein bisschen dauern. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch soweit gefallen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr was von den Produkten kennt oder was euch natürlich auch besonders interessiert, dass ich darüber spreche, dass ich es ausprobiere, schnellstmöglich. Ich habe jetzt neu so dieses Review-Format auf meinem Kanal eingeführt. Ich glaube, darüber rede ich jetzt in jedem Video. Also tut mir leid, wenn euch das auf die Nerven geht, aber für mich ist es irgendwie so besonders, dass ich jetzt eben immer mal wieder so Videos mache, wo ich nur Produkte bespreche, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Favoriten sind, bevor ich sie aufgebraucht habe. Also so in der Mitte der Benutzung praktisch schon mal eine kleine... ein kleines Fazit ziehe. Genau, also schreibt mir super gern mal, was euch davon interessiert, was ich bald möglichst testen soll. Das würde mich sehr interessieren. Ich freue mich natürlich auch sehr, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und mich abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich weiß, Hauls sind sehr beliebt und es gucken viele Leute, die mich nicht abonniert haben. Also drückt den Abonnieren-Button, es ist kostenlos und ich freue mich. Also tut ihr mir was Gutes damit. Nein, Spaß. Also ich will natürlich niemanden zwingen. Auf jeden Fall... freue ich mich natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und jetzt komme ich zu einem guten Ende mit diesem Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann!